Hast du noch was für mich? Ich sah... Ja? Ich sah euch und Kurosama in einer Vision. Vision? Ja. Wo befindet sich Kurosama im Moment? Er wird in der Nähe der Ashina-Burg gefangen gehalten. Leider ist das Tor zur Burg verschlossen. Ich verstehe. Hast du noch was? Ich bin froh, dass ihr gekommen seid, werter Wolf. Na, ich hab keine Kürbisse mehr. Auf Wiedersehen. Noch nicht. Noch nicht. Was ist los? Sieht so aus, als wäre deine Kampfeslust zurückgekehrt. Du bist jetzt ein größerer Shinobi als jemals zuvor. Wenn auch nur ein bisschen größer. Nimm das. Shinobi Esoteric Text, ein Buch voller Geheimnisse über Shinobi-Techniken zum Erlernen von Fähigkeiten des Shinobi-Stils. Dieser Text beschreibt die innersten Geheimnisse der Shinobi-Künste, wie Angriff in der Luft oder das Verbergen des Körpers, um nicht gesehen zu werden. Solche Bewegungen sind den Samurai nicht möglich. Wir müssen ein Shinobi werden. Shinobi-Techniken. Darin sind Kampftechniken aufgezeichnet, die nicht von Samurai ausgeführt werden können. Ob du sie einsetzt oder nicht, hängt ganz von dir ab. Shinobi sind nicht die einzigen mit eigenen Kampftechniken. Wenn du einen Esoterik-Text zu einem Kampfstil hast, kannst du dessen Fähigkeiten im Fähigkeiten-Menü der Figur des Bildhauers erwerben. Für jeden besiegten Feind erhältst du Fähigkeitserfahrung. Hast du genug davon, erhältst du Fähigkeitspunkte zum Freischalten von Fähigkeiten. Ah, wer hätte es gedacht? Manche kannst du erlernen, indem du Objekte erhältst oder Gegner besiegst. Ja, jetzt haben wir ja eine Menge bekommen davon, also damit will ich ja irgendwas schon anfangen können. Wie ich sehe, hast du etwas Interessantes gefunden. Ja. Einen mechanischen Lauf. Das ist ein Mechanismus, der die Prothese in ihrem Kern verbessert. Gib ihn mir. Ich bringe ihn für dich an. Welchen Unterschied macht der Lauf? Mit einem so vielseitigen Sockel kann ich verschiedene Hilfsmaterialien einsetzen, um deinen Fangzahn noch weiter zu verbessern. Hilfsmaterialien? Hilfsmaterialien sind Stoffe, die zusammen mit dem Lauf verwendet werden können. Etwa Schießpulver und Schrott. Also wenn du so etwas findest, bring es mir. Hab ich gefunden. Neues Modul. Okay. Verbessern. Ah, ha, ha, ha. Gib im Prothesen-Modul Verbesserungsmenü. Ja, interessanter Name. Verbesserungsmaterialien und senden aus, um verbesserte Versionen von Prothesen-Modulen herzustellen. Du musst das Grundmodul besetzen, alle Voraussetzungen erfüllen. Du kannst die älteren Versionen nach der Verbesserung weiter benutzen. Okay, okay, okay. 200 Informationen gesperrt. Geld. Materialien auch nicht genug. Ja, dann ist das noch nicht dran. Dann haben wir hier alles erledigt, oder? Egal, was ich tue, jeder Buddha, den ich schnitze, ist eine Wiedergeburt des Zorns. Das ja. ist das Schicksal derjenigen, die eine tiefe karmische Schuld tragen. Du wirst es verstehen, wenn du eines Tages versuchst, selbst einen zu schnitzen. Also, brauchst du etwas? Hab alles erledigt. Ja, jetzt können wir trotzdem hier noch irgendwas machen, oder? Was hat er denn jetzt verbessert? Was hat das denn jetzt bewirkt? Habe ich noch nicht geladener Wurfstern? Geladener Wurfstern, ja, ja, ja. Das, damit haben wir schon was gemacht. Kürbissamen 1. Das ist der, den wir bereits abgeben haben. Ich gucke dann gleich nochmal. Ja, was ist mit diesem Esoterik-Text?
Schwarze Schilfspulver, Eisenschrott. Ja, den muss ich auch nicht öffnen. Aber daran muss ich denken, das auch mal zu verwenden, um mehr Geld zu bekommen. Also das sollte ich auch mal einsetzen. Kann man hier noch was... Nee, hier kann man nichts machen. Also weiß ich jetzt nicht genau, was das mir jetzt gebracht hat. Und die Fähigkeitspunkte, diese Levelpunkte, konnte ich jetzt auch noch nicht verwenden. Shinobi Esoteric Text. Kann ich jetzt nicht irgendwie hier so bestätigen? Im Besitz? Irgendwo hinzufügen? Dass ich den lesen kann? Nee. 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 Oder ist das dieses Menü gewesen, was ich eben geöffnet habe? War das dieses Verbesserungsmenü? Ich bin froh, dass ihr gekommen seid, werter Wolf. Aber da habe ich ja nicht genug Zeug dafür. Ach, einmal hatte ich noch. Ach, tatsächlich. Hatte ich... War das wirklich? Neu? Ja, glaub schon, ne? Ja. Habe ich das richtig gemacht? Also wenn ich jetzt auf Rasten klicke, das Menü Fähigkeiten erwerben, wurde im Menü hinzugefügt. Aha, im Menü. Ach so. Erwirbt Fähigkeiten im Fähigkeitenmenü für Fähigkeitspunkte. Drei Arten gibt's: Kampfkünste, Shinobi-Kampfkünste und latente Fähigkeiten. Kampfkünste musst du ausrüsten, Shinobi-Kampfkünste und latente Fähigkeiten sind immer aktiv. Ja, zeig mal, was es hier gibt. Shinobi-Künste. Gewährt die Shinobi-Kampfkunst Mikiri-Konter. Ermöglicht das Kontern feindlicher Stoßangriffe durch Stampfen auf die Waffe eines Feindes. Wie stampft man? Fügt der Haltung schwere Schäden zu. Es ist fast unmöglich, schnelle Stöße richtig zu erkennen. Außer man besitzt die Augen eines Shinobi. Wirbelnder Hieb. Ein wirbelnder Angriff, der mehrere Feinde auf einmal treffen kann. Der scharfe Schnitt kann ihnen mit der Kraft des wirbelnden Wirbels Schaden zufügen, auch wenn sie abwehren. Eine gute Shinobi-Technik, um sich einen Weg durch viele Feinde zu bannen. Dieser Konter ist natürlich auch ganz geil, aber wie setze ich den ein? Schade, dass hier Informationen gesperrt sind. Das ist natürlich mies. Da weiß ich auch nicht, in welche Richtung das dann geht. Also hier kann ich eben auch erstmal mehr die Angriffspower, mehr in den Angriff gehen. Also und hier gehe ich mehr auf Kontern und Abwehren. Was natürlich auch ein großer Vorteil, wenn ich irgendwie so einen Angriff überhaupt abwehren kann. Weil diese Stöße, mit denen habe ich ja auch immer Probleme. Feindliche Stoßangriffe. Oh, schwere Entscheidung. Viele Feinde. Na, wenn einer hinter mir steht oder jemand abwehrt und ich kann dann damit seine Abwehr durchbrechen, ist natürlich auch sinnvoll. Aber das ist meistens langsam. Komm, wir nehmen das. Der braucht zwei, der ist... Wir können alles nehmen auch, wir können das ja auch nehmen, Englisch. Rennen und Gleiten ermöglicht es, aus dem Sprung heraus in eine geduckte Position zu gehen. Lauf durch einen Bereich, rutsche außer Sichtweite. Täuscht leicht die Augen eines Feindes. Gewährt die latente Fähigkeit Präsenz unterdrücken. Können wir hier auch mehr sehen. Flug parieren. Das ist natürlich auch ganz geil.
die Geistembleme, die finde ich nicht ganz so wichtig, ehrlich gesagt. Das finde ich ganz geil. Finde ich das natürlich hier. Wir nehmen noch den Wirbelangriff dazu, komm. Den mag ich auch, den wollte ich auch. Das ist auf jeden Fall sinnvoller als das und das. Aber da kommen wir natürlich nicht so schnell zum Ende, aber egal, komm. Das ist auch geil. Angriffskraft verbessern kann ich nicht. Körpermerkmale verbessern kann ich auch noch nicht. Ich raste erstmal und habe jetzt 3 von den Heilteilen. Das ist schon mal gut. Sehr schön, sehr schön. Also bis jetzt. Aschina Burgtor. Also bis jetzt läuft. Also das war jetzt anscheinend der erste Endboss, so wie es ausschaut, vom ersten Gebiet. Es ging klar. Also ich hatte mit Dark Souls da mehr Probleme. Also die muss ich erst ausrüsten, die Kampfstile. Kampfkünste können jetzt im Ausrüstungsmenü ausgerüstet werden. Aha, das sind die Kampfkünste. Wirbelnder Hieb, ja, sehr schön. Da muss ich beide Maustasten drücken in dem Falle. Hier, das ist alles aktiv, das ist alles dabei. Das ist alles super. Shinobi mit jetzt. Ja, das ist er, genau. Also wenn ich dann... Wenn ich erst abwehr und dann das drück, dann haut er richtig gut zu. Ja, was soll uns jetzt noch in den Weg kommen? Komm, jetzt können wir uns mit allen anlegen. Okay. Weiter geht's. Oh, nein, 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 ich will nicht entdeckt werden. Ich wollte mir doch nur die Gegend hier ein bisschen anschauen. Komme ich hier hoch? Da ist ein Feind. Ich kann ihn jetzt jedenfalls ein bisschen ranlocken, dass er seine Position hier verlässt. Oh. Ja, der hatte keine Chance. Ich muss dran denken, dieses Geldmodul einzusetzen, dass ich da irgendwie, wenn ich jemanden besiege, mehr Cash bekomme. Was ist hier los? Scheinbar ist Ishin wirklich schwer krank. Ah. Das Land der Ashina wird nicht länger bestehen. Nicht einmal mit Genichiro auf unserer Seite. Was ist mit unserer anderen Mission? Der Schwarzhut kämpft wie ein Dämon auf der Schlangentalseite der Burg. Dorthin gehen wir als nächstes. Aber verlier nicht den Kopf. Der Schwarzhut-Dachs wird sich nicht kampflos ergeben. Wer ist das schon wieder? Oh. Ha. Ha, ha, ha. Ja. Schwarzhut-Dachs. Mehrere Feinde. Oh nein, das vergiftet. Status-Anomalien haben verschiedene negative Effekte. Vor dem Eintreten einer Anomalie erscheint eine Widerstandsanzeige. Wenn die Widerstandsanzeige voll ist, ist der Wolf betroffen. Also wie jetzt. Einige Objekte stoppen das Füllen der Widerstandsanzeige oder heilen Status-Anomalien. Oh.
Ha. So schnell geht's. Man darf die echt nie unterschätzen. Ich dachte, sind da noch irgendwelche Bauern, die da sind? Falsch gedacht. Die haben's wirklich heftig drauf. Ich gehe da nicht nochmal hin zu denen. Obwohl da hinten auch was sein könnte. Wie kriege ich die denn? Ich muss da ja nicht hin. Komm, wir lassen das erstmal noch aus. Gehen erstmal weiter. Vorhin so, ja. Jetzt kann ich es mit allen aufnehmen. Die haben gar keine Chance mehr gegen mich. Und dann, ja. Das war's. Hier von dort oben. Wäre es gut, wenn ich kommen würde. Der Wolf wird vom Wolf gebissen. Dahinter gehe ich nicht mehr. Okay, was ist dort? So, hier geht's auch weiter. Das lief echt nicht so gut. Hä? Ja. Oh! Der Endboss, da lief alles gut und dann diese kleinen Gegner. Total viel Ärger machen die. Hä? Ich hab doch gedrückt. Ich hab doch gedrückt, ne? Ja, jetzt. Schwere Geburt. Ah, nochmal ein Geldbeutel. Was ist hier los? Das sind meistens ja auch ganz gut getarnt. Ich habe das Gefühl, dass der nicht mit einem Schlag down geht. Ist hier noch ein Feind? Ich sehe keinen. Ich sehe sonst keinen. Wenn der alleine ist, dann riskiere ich es. Da ist noch einer. Weg hier. Wir gehen nochmal hier rum und überlisten ihn.
und springe dann wieder von oben runter. Ja, es ist gemein, aber es funktioniert. Wo ist er? Dort. Okay. Komm, geh mal ein paar Schritte vor. Nein! Sollte man echt unentdeckt erledigen. Hier ist es auch eher ruhig. Ah, hier ist noch was. Eisenschrott. Okay. Können wir sicher gebrauchen. Da ist noch was. Asche. Nehmen wir alles mit. Wunderschön, irgendwo hoch. Zwei Gegner. Sollen wir das Ding wirklich im Kampf einsetzen? Ich weiß. Aber welche Wahl bleibt uns schon? Verzweifelte Situationen, verzweifelte Maßnahmen. Wir dürfen uns nicht darum scheren, was andere denken. Ja, aber... Reiß dich zusammen, Soldat. Wenn du weiter so redest, stellen sie dich zu ihm ab. Und wenn er wütend ist, macht er keinen Unterschied zwischen Freund und Feind. Das klingt nicht gut. Okay. Komme ich da irgendwo hoch? Dass ich hier nicht diesen Weg gehen muss? Nee. China-Burg. So einfach wird das nicht sein. Was? Oh nein. Oh nein. Das Ding, wollte ich ja also. Darum ging es. Ja, ich komme ja gar nicht daran. Will ich das wieder besiegen? Auch verstehen. Was will ich denn da machen? Geschwind. Nein! Oh. Ja, solche Viecher sind mir immer die liebsten.
was soll ich denn da machen? Was bleibt gespeichert? Also hier verliert man einige Punkte anscheinend. Was ich eingesammelt habe, bleibt gespeichert. Kügelchen bleiben. Oh, das ist aber auch mies, ey. Oh. Das geht schon mal nicht gut. Also eigentlich kann ich es gleich nochmal probieren. Gleich wieder rasten und nochmal probieren. Also rein theoretisch kann man ja auch, um Punkte zu farmen, immer wieder rasten, immer wieder hin und solche Späße. Geld denn verloren? 79 habe ich. Ich setze die Goldbeutel eben bewusst noch nicht ein. Solange ich nicht irgendwas brauche, setze ich hier auch nichts ein. Ach nein. Die Hunde. Die Hunde sind los. Das ist ja doch so, man kann hier alles eigentlich umgehen, wenn man hier lang läuft. Also das finde ich ganz geil, dass es jedenfalls so gemacht ist, dass man überall Alternativwege hat und eigentlich überall vorbeikommen, weil hier bin ich jetzt schon wieder da, wo ich sein wollte, ne? Der ist auch nicht schwer zu besiegen. Und dann war es das eigentlich schon wieder. Und dann bin ich schon wieder hier. Ich will mal gucken, wie viele Punkte habe ich jetzt? 2, 6, 9. Und wie viel ich denn verliere am Ende. Ja, wie macht man das am besten? Wie macht man das am besten? Ich muss erst herausfinden, wie er geht, sonst habe ich keine Chance. Also die zwei anderen Krieger, da muss ich ihn dazu bringen, dass er die umrennt. Genau. Oh. Boah. Das war's schon. Ja. Jetzt haben wir nichts erreicht. So wird es nichts. Also über ihn drüber hüpfen oder sowas, das bringt alles nichts. Das ist auf jeden Fall mehr ein Gegner. Ich habe aber auch nicht probiert zu blocken. Also vielleicht geht's ja auch. Vielleicht kann man in seine Angriffe ja auch irgendwie blocken. Also. Also wenn ich alles ganz genau so mache, müsste ich ja genau dieselben Punkte am Ende auch haben. Also 269. Mal gucken, ob das auch so ist. Boah. Was? Solche Speere brauchen wir nicht. Genau, und den mit der Waffe machen wir als nächstes. Und was hatte ich irgendwas um die 70 Münzen? Jetzt habe ich 89 Münzen. 89 Münzen, 211. Also ich verliere auf jeden Fall nicht 50 Erfahrungspunkte, sind ganz schön viel. Ja, aber kann ja auch nichts machen. Also ich kann abwehren, aber das wird nichts bringen. Ich kann abwehren und ich kann, habe die Möglichkeit. Hat es was gebracht? Nee.
Gegen so einen wild gewordenen Stier, da kann man nichts machen. Ich finde den einfach viel, viel göttliche Hilfe. Oh, das aktiviert, okay. Jetzt geben sie mir schon die Hilfe. Ich habe echt immer noch keine Ahnung. Ich kann ja eigentlich nur ausweichen, wegspringen und hoffen, dass das was hilft. Aber der ist so schnell, aber trotzdem immer so ein bisschen getroffen. Solange ich schon durch weiß, wie ich den überlisten kann, hilft das alles nichts. Ich würde schon noch gerne ein bisschen mehr zeigen als diesen Stier. Gut, wir hatten schon einen Endboss mit drin und alles. Aber würde schon noch gerne noch ein bisschen weiterkommen. Ich kam ja noch nicht mal dazu, irgendwas noch überhaupt irgendwas zu verwenden, ne? Also Münzen zählt er weiter. Jetzt hab ich auf einmal so viel. Ach, egal. Okay. Oh nein. Also fast der perfekt. Was soll ich da machen? Ich kann es ja nochmal probieren mit Auferstehen. Aber für das jetzt. Also das wäre ein S-klassiger Gegner für irgendwelchen Fernkampf. Das wäre S-Klasse für diese Wurfsterne. Immer ausweichen und immer Wurfsterne reinzimmern. Also da ist ja bei dem auch immer hier schnell zu Ende ist, will ich ja auch echt nochmal gucken. Ist hier hinten noch was? Nee. Ja, es werden die aufmerksam. Aber ist mir egal. Was machen wir? Wenn ihr einen Tipp habt, schreibt es gerne rein. Was wir noch machen können. Der zweite das erst gecheckt hatte. Was?
Ja, das hat er mich kurz rausgeworfen. Aber ich sehe, der Stream läuft weiter. Ja, läuft weiter. Hat nicht geschadet. Meistens hat er solche Probleme, wenn man irgendwie mal so ein Spiel rausfliegt. Habe ich jetzt Umschalttaste gedrückt aus Versehen, deshalb. Deshalb ist das passiert. Ja, okay. Bin überfragt. Also abwehren kann ich Feuer nicht. So weit sind wir schon mal. Ich kann auf jeden Fall meine 15... diese 15 Teile einsetzen, diese Wurfsterne. Man kann aber auch hier ganz gut leveln. Wenn man immer wieder rastet, müsste er immer wieder gespeichert sein, nehme ich an. Vielleicht werde ich das auch irgendwann mal wahrnehmen. Ach so, ich gebe schon nicht geschlagen. Ich habe eben auch noch so das Gefühl, dass es durch Leveln so viel besser wird, ehrlich gesagt. Dass wir da so viele Chancen mehr haben. Bis jetzt lief es gut, aber dieser blöde Stier. Und vielleicht werde ich das nächste Mal auch ausprobieren, einfach wirklich, ob das geht, ne? Ob es wirklich möglich ist, mit Leveln zu machen.
von jeder Seite fließt. Boah. Das sind wir, wenn wir eben. Nein, 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 nein. Nein. Gebetsherrn, Shinobi Rang 2, die Heilwirkung von Effekt überlebt, verbessert, er was auch immer. Scheint sich beruhigt zu haben. Die verdammten Diebe sind noch am Leben! Was? Was ist mit dem Bull? Was, hier sind trotzdem noch Gegner? Zum Glück kann ich wieder beleben. Das wäre jetzt übel gewesen. Ich hätte nicht gedacht, dass es weitergeht. Meine Hände, Spitze.
Körpermerkmale verbessern. Ja, das will ich. Erste Gebetskette. Eine Kette voller Gebetsperlen, die einer Figur des Bildhauers geopfert wurden, erhöht die maximale Vitalität und Haltung. Ein Rosenkranz aus Gebetsperlen stärkt die Starken. Der stärkt die Starken. Die Grausamkeit von Ashinas Armee ist berüchtigt und ihre Generäle gelten als besonders begnadete Anwender des Ashina-Schwertstils. Ja, das habe ich gemerkt. Und jetzt? Vitalität und Haltung verbessert. Ja, sehr schön. Hier kann ich noch nichts machen. Fähigkeiten erwerben kann ich auch noch nicht. Ja, langsam wird doch hier was draus, ne? Langsam wird hier was draus. Also wie wir das jetzt auch immer geschafft haben, ich will es nicht nochmal machen, auf jeden Fall.